Heute ist Rare Disease Day, der internationale Tag der seltenen Erkrankung. Und damit herzlich willkommen zu unserer kleinen Instagram-Live-Talk-Runde zum Thema Tag der seltenen Erkrankung. Seltene Erkrankung, was ist das überhaupt? Also in der EU spricht man von einer seltenen Erkrankung, wenn die Zahl der Betroffenen unter 5 von 10.000 sind. Jetzt kann man sich fragen, 5 von 10.000, ja gut. Wie viel ist das? Ich meine, hätte man früher, wo Corona gerade aufkam, in der Kleinstadt gesagt, gut, 5 Leute haben das, dann wäre der Aufruhr groß geworden. Also man sieht, Zahlen sind natürlich irgendwo auch relativ. Das heißt, so ganz so selten sind die Krankheiten nicht. Welche Zahlen, welche Krankheiten gehören denn dazu? Also, wir vom DZNE an unseren 10 Standorten forschen tatsächlich gleich zu mehreren Krankheiten, beispielsweise Ataxien, ALS, aber auch der Huntington-Krankheit. Die Frage oder das generelle Problem bei seltenen Erkrankungen, und deswegen haben wir den heutigen Tag, der eine große internationale Öffentlichkeit immer haben soll, der Rare Disease Day, hat natürlich zur Folge, da sie selten ist, die Krankheit, dass sie auch immer in die Gefahr läuft, einfach ein bisschen in den Hintergrund zu treten. Und das hat natürlich Folgen. Und zwar einmal in der Gesellschaft, dann entstehen Vorurteile durch Nichtwissen, die Betroffene belasten, aber auch in der Medizin, dass Genträger der Krankheit einfach schlecht behandelt werden oder falsch behandelt werden oder einfach viel zu spät eine klare Diagnose getroffen wird. Und zum Dritten tatsächlich natürlich auch in der Forschung und dann nehme ich nochmal das Beispiel Corona. Da sieht man ja, je mehr Öffentlichkeit ein Thema hat, desto mehr Druck ist auf dem Thema drauf, desto mehr Forschungsgelder gibt es, desto höher ist einfach die Chance, dass Studien bewilligt werden etc. und einfach mehr passiert. Also alles zusammengefasst kann man sagen, seltene Erkrankungen brauchen einfach mehr Öffentlichkeit. Und ja, genau das wollen wir heute tun. Der Erkrankung Huntington in dem Fall, die nehmen wir mal heute raus, mehr Öffentlichkeit verschaffen und dazu und mehr Aufklärung zu machen. Und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen. Das ist einmal der Dr. Patrick Weidt, der Leiter der Huntington-Ambulanz hier bei uns in der Nähe am Uniklinikum Bonn, der gleichzeitig auch Forscher bei uns am DZNE Bonn ist. Und später kommt dazu noch Alina, die für die Deutsche Huntington Hilfe sprechen wird und uns da noch interessante Einblicke geben kann in das Leben der Genträger und der Menschen, die sich auch in der Huntington-Hilfe wiederfinden und dort sich zusammengeschlossen haben. Als erstes hole ich mal den Patrick dazu. Ich gucke mal, ob er da ist. Da ist er auch. So. Und jetzt schauen wir mal, ob er reinkommt, ob er mich sieht und hört. Dazu muss man sagen, das dauert vielleicht eine Sekunde länger, genau, weil Patrick ist gerade in den USA beruflich tatsächlich auch. Deswegen als Forscher und Arzt für seltene Erkrankungen ist man dann häufig unterwegs. Und tatsächlich, du triffst dann auch immer Experten dann gerne im internationalen Bereich, richtig? Ja, ganz klar. Also dass der Austausch gerade bei so einer seltenen Erkrankung ist enorm wichtig, weil natürlich, wenn die Krankheit selber selten ist, gibt es auch nicht so viele Experten, die viel Erfahrung mit der Krankheit haben und da muss man sich international zusammenschließen und austauschen. Das war lange Jahre nicht möglich, wegen der Pandemie, die du ja schon erwähnt hattest und man hat sich über Zoom und alles in Kontakt gehalten. Jetzt war zum ersten Mal seit langem wieder ein Treffen, wo wir uns face-to-face getroffen haben. Sehr gut. Ich würde nachher bestimmt noch darauf eingehen, was natürlich der aktuelle Forschungsstand etc. bei Huntington ist. Aber jetzt würde ich erstmal fragen, worum geht es denn überhaupt? Was ist die Huntington-Krankheit? Also die Huntington-Krankheit ist, wie du schon angedeutet hast, eine neurodegenerative Erkrankung. Das heißt, die führt dazu, dass das Gehirn verfällt bei den Patienten. Das Besondere an der Huntington-Krankheit ist, dass die
zu 100% erblich ist. Das heißt, die wird immer durch eine bestimmte Genmutation ausgelöst. Bei den anderen Krankheiten, die wir kennen, sind die genetischen Faktoren nur so beitragende Faktoren. Bei der Huntington-Krankheit ist das die glasklare Ursache. Das hat zur Konsequenz, dass die Krankheit in Familien verläuft. Das heißt also, dass die schlägt nicht zufällig zu, sondern da sind immer ganze Familienverbände von betroffen. Die Symptome, die die Krankheit macht, sind sehr vielschichtig. Das, wofür die Krankheit am bekanntesten ist, ist die Bewegungsstörung oder Chorea, also eine tanzartige Überbeweglichkeit. Das ist auch der Grund, warum sie meistens als neurologische Krankheit eingeordnet wird. Aber wirklich gleichberechtigt neben der Bewegungsstörung sind noch eine Demenzentwicklung, also der Verlust von geistiger Leistungsfähigkeit und den kognitiven Fähigkeiten und psychiatrische Veränderungen, das heißt also seelisches Ungleichgewicht, Reizbarkeit, Niedergeschlagenheit, Zwangsstörungen. Also eine vergleichsweise klare und, sage ich mal, kleine Ursache und sehr, sehr vielschichtiges Krankheitsbild, was hohe Anforderungen an die Medizin stellt. Jetzt sagtest du gerade schon, dass es vererbbar ist. Wie funktioniert das? Also wer bekommt oder wer ist Genträger? Also Krankheit ist ein Genmerkmal, also nicht mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Und ein Genmerkmal bedeutet, dass man immer, wenn man die Mutation trägt, eine 50-prozentige Chance hat, an die jeweiligen Kinder das weiterzugeben. Das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Also die anderen Erbfaktoren gibt man nur mit einem gewissen Prozentanteil, weil wieder da kann man nicht so genau sagen, ob das wie hoch die Vererbungswahrscheinlichkeit ist. Bei der Huntington-Krankheit ist quasi ein Lehrbuchbeispiel dafür, für eine Erkrankung, die über ein Gen einfach nur weitergegeben wird. Die Ursache dafür ist eine Mutation, also ein Webfehler in der Erbinformation. Und bei der Huntington-Krankheit ist das ein besonderer Webfehler. Meistens sind das, wenn man sich die Erbinformation als so einen endlosen Text vorstellt, sagt man meistens, das sind so kleine Rechtschreibfehler, das heißt, dass einfach Buchstaben ausgetauscht wurden. Bei der Huntington-Krankheit, das ist eine sogenannte Repeat-Erkrankung. Und da ist ein Bereich in der DNA, der sowieso durch Wiederholungen gekennzeichnet ist. Da kommt diese Wiederholung extrem ins Stottern. Und auf Wegen, die noch nicht ganz genau verstanden sind, führt das dann dazu, dass die Gehirnzellen kaputt gehen. Okay, wie wird das diagnostiziert? Also bei der Diagnose gibt es zwei ganz wichtige Gesichtspunkte. Das eine ist, ob man also der genetische Gesichtspunkt, ob man die Mutation trägt oder nicht. Ja? Das heißt, wenn man die Mutation nicht trägt, dann kann man die Krankheit gar nicht haben, egal was für körperliche Beschwerden man hat. Wenn man aber die Mutation trägt, ist man nicht automatisch krank. Viele Leute, die Mutation tragen, fühlen sich normal, wirken normal und sind normal, gesund, ja. Aber es ist mit zunehmender Lebensspanne sicher zu erwarten, dass sie Huntington-Symptome entwickeln. Und das sind die Symptome, die ich vorhin schon angedeutet habe, also die Bewegungsstörung, die Chorea, dann die Demenz oder die demenzielle Entwicklung und die psychischen Veränderungen. Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, die wirken dann, also es wirkt dann erstmal so, als sei alles gesund, alles funktionstüchtig. Wie ist der Verlauf dann? Also wie ab der Diagnose Ja, oder wie also kann man sich das vorstellen? es ist sehr schleichend und es gibt nicht einen Tag, an dem die Krankheit ausbricht. Ja, also wie sage ich mal, wenn man sich mit Corona infiziert, gibt es einen Tag, wo man dann Fieber bekommt oder Husten oder wenn man sich den Arm bricht, dann kann man sicher sagen, an welchem Tag oder sogar in welchem Moment das passiert ist.
Es gibt auch andere, oder ein Herzinfarkt ist auch etwas, was von einer Sekunde auf den anderen auftritt. Eine neurodegenerative Erkrankung, Huntington ist da ein Paradebeispiel für, hat einen sehr schleichenden Anfang, so dass man den genauen Tag nicht festlegen kann. Man kann das so einen Bereich sagen, wenn man Leute in einem größeren Abstand sieht, sagt man, letztes Jahr war das noch gut und jetzt kann er das nicht mehr. Und weiter verkompliziert wird die Diagnosestellung, also die Feststellung, dass die Krankheit jetzt ausgebrochen ist, dadurch, dass die Symptome in völlig unterschiedlicher Reihenfolge und Schwere auftreten können. Das heißt, beim einen stehen die Bewegungsstörungen im Vordergrund, beim anderen die psychischen Probleme und beim dritten der geistige Abbau. Und das schreitet dann auch unterschiedlich schnell voran. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Bewegungsstörung am Anfang milde ist und dann langsam fortschreitet und dann psychische Probleme hinzukommen, die vorher gar nicht im Vordergrund gestanden haben. Also wirklich vielschichtig und erfordert das die Zusammenarbeit auch von verschiedenen Medizinbereichen, Therapeuten und Kann man in etwa abschätzen, wann die Krankheit zunehmend sich verschlimmert oder die Symptome sich häufen? ja, also es gibt, da hilft einem Statistik weiter, ja. Das heißt also, wenn man wie ich ungefähr 100 Huntington-Patienten behandelt, dann kann man schon sehen, das ist so typische Beginn der Symptomatik, ist, würde ich mal sagen, zwischen 40 und 50, ja. Aber es gibt auch Leute, wo die Symptome mit 20 beginnen und andere, wo die mit 70 noch nicht begonnen haben, obwohl man es eigentlich erwarten würde. Und da sieht man aber, das ist nicht zufällig oder gleich verteilt, sondern bei den allermeisten Leuten geht das so mit 45, sage ich mal, bis 55 los. Ja, jetzt bist du ja in der Ambulanz tätig und wie gesagt, hast mit vielen Menschen zu tun, die Genträger sind. Und ich glaube, das haben wir so noch gar nicht erwähnt, aber Huntington-Krankheit ist nicht heilbar. Gibt es denn Möglichkeiten, die Entwicklung herauszuzögern oder was kannst du machen mit Also, den Huntington ist Menschen? tatsächlich eine unheilbare Erkrankung. Ja? Das heißt nicht unbehandelbar. Das heißt, die einzelnen Symptome der Huntington-Krankheit kann man durchaus abmildern. Man kann die Chorea mit Medikamenten dämpfen. Man kann die psychiatrischen Probleme mit Psychopharmaka abmildern. Aber das ist alles Flickschusterei. Also, es ist sehr, sehr unbefriedigend und der Verlauf der Erkrankung ist unweigerlich sehr schwer. Richtig verzögern kann man das im Moment nicht, dadurch, dass man aber die Ursache, also diese eingangs erwähnte Mutation, so gut kennt, und wir inzwischen dabei sind, dass wir so Genmutationen ausschalten können, ja, wird die Huntington-Krankheit oft als die unheilbarste, die, Entschuldigung, die heilbarste der unheilbaren Erkrankungen bezeichnet. Wir auch am DZNE, wie du weißt, beteiligen uns an diesen Forschungen und machen Studien an Huntington-Patienten, die sich freiwillig für sowas zur Verfügung stellen und testen, wie man die Huntington-Mutation zum Beispiel so ausschalten kann, dass es sich möglichst günstig auf den Krankheitsverlauf auswirkt. Das ist aber nicht ohne Tücken. Okay, ja, genau. Also die heilbarste, das hat wahrscheinlich den Bezug, wie du sagst, dass man die Ursache der Erkrankung kennt, was man ja Ja. bei anderen Erkrankungen teilweise noch gar nicht weiß. Jetzt würde ich mal die Alina dazu holen. So, mal gucken, ob das klappt. Weil die nächste Frage ist nämlich tatsächlich, wenn man ja medikamentös sich nicht wirklich helfen lassen kann, sondern nur die Symptome, was du aber sagst, Behandlung ist total wichtig. Hallo, Alida, super, dass das geklappt hat. Hallo. Wäre nämlich die nächste Frage, also wie können denn Familien andere Unterstützung noch erhalten? Und ich glaube, das ist eine super Frage, die ich Alina direkt geben kann.
Hi, hört man mich? Ja. Jetzt habe ich die Frage gar nicht Ach so, das gar mitbekommen. nicht. Also neben der Behandlung, wenn man jetzt zur Huntington Ambulanz etc., wenn man zu Dr. Patrick Weidt gehen würde, dann sind seine Mittel ja begrenzt. Er kann in der Symptomatik helfen. Die Behandlung, wie er gesagt schon hat, ist total wichtig. Aber es gibt ja darüber hinaus natürlich auch noch Selbsthilfegruppen etc. Da wollte ich nämlich nachfragen, wie können sich Huntington betroffene Genträger etc. noch Hilfe holen, Unterstützung? Ja, also ich glaube, da gibt es tatsächlich einiges inzwischen. Also ich bin ja jetzt selbst auch bei der Deutschen Huntington-Hilfe aktiv und tatsächlich komme ich auch aus einer Huntington-Familie. Und das war damals alles andere als einfach nach der Diagnose, weil man sich, glaube ich, erstmal isoliert und erstmal überfordert ist damit. Ja, dass jetzt quasi sowas in der Familie ist. Aber wenn man dann erfährt, dass es sowas gibt wie die Deutsche Huntington-Hilfe, dann kann das auf jeden Fall total helfen. Hat tatsächlich sehr, sehr viel verändert in unserer Familie zum Beispiel. Und ja, letztendlich bietet die DHH Netzwerk, Infos, also wirklich ganz, ganz viel. Sie ist für einen da. Es arbeiten super Ehrenamtler im Hintergrund und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man weiß, es gibt da diesen Verband und man muss sich trauen, sich da zu kontakten, sich da zu vernetzen, weil ich glaube, da ist noch viel, viel mehr im Hintergrund, als man so nach außen vielleicht weiß oder als vielleicht auch die Spezialisten wissen. Aber gerade die ganzen Selbsthilfegruppen, die es inzwischen auch alle online gibt oder die Vor-Ort-Treffen oder Seminare, da ist unheimlich viel und ich bin total glücklich oder wirklich erleichtert, dass meine Familie sich auch für den Weg entschieden hat, weil es wirklich sehr, sehr viel verändert hat. So eine Diagnose ist erstmal sehr zerrüttelnd für die ganze Familie und da das natürlich eine Erberkrankung ist, ja, ist es auch wirklich weitreichend. Also nicht nur die eigene Familie, sondern auch Verwandte, dann klar, ganz klar die Kinder. Dann immer die dazugehörigen Lebenspartner, Freunde. Es ist wirklich eine riesige Herausforderung und umso wichtiger, dass es eben ja doch vereinzelte Stellen gibt, wo man wirklich Hilfe bekommt und wo man wirklich viele Informationen bekommt und ja auch einfach das Gefühl, nicht allein zu sein und eben zu sehen, wie gehen andere Familien damit um und auch zu sehen, es gibt auch wirklich Familien, die ja echt ein gutes Leben damit führen. Und ja, ich würde sagen, das ist so im Großen und Ganzen für uns wichtig gewesen, ja, oder was sich heute als wichtig herausgestellt hat. Ja, also du gehst ja jetzt sehr offen damit um. War das schon immer so? Nee, also ich denke, es ist relativ normal, dass man erst mit Stillschweigen und Isolation, das ist, glaube ich, so die Kurzschlussreaktion der meisten. Man ist überfordert, es verändert sich so viel im Leben, man steht auf einmal in der Gesellschaft ganz anders da, im Berufsleben und es ist total schwer, am Anfang das einzuordnen und sich zu trauen, zu sich reinzufühlen. Wie kann ich darüber reden? Selbst innerhalb der Familie herrscht so viel Verschwiegenheit und auch zwischen Freunden und das ist eigentlich so schade. Und das war definitiv bei mir auch am Anfang so. Man denkt einfach, die Huntington-Krankheit ist jetzt das Leben von einem und bestimmt einen jetzt und gibt einem so diese Identität und ja, und ich denke, auch da haben definitiv der Austausch mit anderen geholfen, weil es eben genug da draußen gibt, die einfach sagen, Huntington-Krankheit ist auch nur eine andere Erkrankung und ich will trotzdem mein eigenes Leben haben, auch ohne die Huntington-Krankheit immer im Mittelpunkt zu haben. Und genauso gibt es die, die ja einfach schon ganz offen damit leben und das auch kommunizieren und das auch in der Arbeitsstätte kommunizieren können und das war letztendlich auch so meine Intention, weil ich einfach gemerkt habe, dass einfach, ja, das Verdrängen doch sehr, sehr an die Psyche geht. Und mir ist nicht
wirklich damit gut ging. Man konnte immer eine lange Zeit verdrängen, aber dann kam es eigentlich immer wieder hoch und ich habe mich nach und nach eben dann getraut, mehr zu öffnen und bin heute total glücklich. Es hat sich viel verändert im Leben. Man, wie gesagt, entscheidet sich für den Weg, Huntington irgendwie, aber auf der anderen Seite ist es einfach auch eine wahnsinnig tolle Gesellschaft, Community, die man hier hat und das bestärkt einen auch und da weiß ich auch für mich, ich bin auch Genträgerin, wenn ich irgendwann daran erkranken werde, dann habe ich einfach dieses Netzwerk und diese Kontakte und bin eben nicht allein. Genau, nicht allein sein, weil natürlich auch diejenigen, die in der Deutschen Huntington-Hilfe aktiv sind, sich damit auskennen. Wie ist denn so deine Erfahrung, um das Wissen ja, der Gesellschaft an sich? Also hast du da mit Vorurteilen zu kämpfen oder weiß überhaupt irgendjemand außerhalb der Huntington-Hilfe oder denjenigen, die du das erklärt hast, was die Huntington-Krankheit ist? Nicht wirklich. Also ganz, ganz selten. Und wenn, dann sind das Menschen gewesen, die irgendwie in Richtung Medizin gearbeitet haben oder Psychotherapie. Aber im Allgemeinen, wenn man Menschen kennenlernt auf der Welt, dann kennen sie diese Krankheit nicht. Und es ist schwer, das zu erklären. Also es ist jedes Mal für mich wieder sehr, sehr schwer. Und auch wenn ich mich beruflich vorstelle, ist es total schwer, dann irgendwie in einen Satz reinzupacken, was ich alles mache. Und es ist nicht einfach, aber es ist Übung, denke ich. Und man trifft einmal mehr auf positive Leute, die total offen sind, die sehr, sehr viel nachfragen, die sich wirklich interessieren. Aber leider ist die Mehrheit doch so, dass sie einfach nicht weiter nachfragen und Angst haben vor diesem einfach dem Thema Krankheit und Tod und Pflege. Ich würde sagen, das ist immer noch die Mehrheit und das ist auch total schade. Also das sind auch so Gründe, warum ja da einfach so viel Frust herrscht, auch in der Huntington-Community, weil wir immer und immer wieder da auf Menschen stoßen, die uns eben diskriminieren und eben die da intolerant sind und nicht offen sind. Und ich würde sagen, das ist auch der Anlass dieses Tages heute, ja, des Rare Disease Days, einfach da muss eine Veränderung her und ich glaube, da sind wir auch schon auf einem ganz guten Weg. Ja, ich würde den Punkt tatsächlich auch mal an Patrick weiterleiten. Und zwar jetzt erster Experte mit der Ambulanz. Ist das für dich täglich Brot auch? Wie ist das denn bei der allgemeinen Ärzteschaft? Ich meine, Huntington, wenn das so selten ist, ist da, reicht das zum normalen Hausarzt zu gehen? Wie ist da der Kenntnisstand etc.? Also die Krankheit als solche, dass es sie gibt, ist tatsächlich in der Medizin relativ gut bekannt, weil es wirklich ein Lehrbuchbeispiel für eine genetische Erkrankung ist. Und damit meine ich, dass das wirklich in den Medizinlehrbüchern und manchmal sogar in den Biologielehrbüchern drin steht. Was die Krankheit aber bedeutet, ja, das wissen die allerwenigsten. Da sind natürlich die Huntington-Familien selber oft dann die größeren Experten, ja, und das ist, wie die Ärzte dann damit umgehen, ja, dass sie da einfach wenig Erfahrung haben und oft sogar weniger Erfahrung als die Familie selber, ist sehr unterschiedlich. Manche scheuen dann zurück vor der Erkrankung und andere greifen es auf und können sich da gut einbringen. Aber insgesamt ist es so, dass es in Deutschland vielleicht so 15, 20 Zentren gibt, wo man sich hinwenden kann. Die sind nicht alle gleich groß. Die großen Zentren sind sicher Ulm, Bochum, Münster. Und ich hoffe, ich lasse jetzt keins aus gerade, aber und Bonn natürlich. Da kann man halt davon ausgehen oder darauf zugreifen, dass die halt viel Erfahrung haben. Die sind jetzt nicht schlauer als die anderen, sind aber erfahrener. Ja. Okay. Ja, ist ja auch wichtig zu wissen, wo man sich hinwendet. Also das heißt, eine Ambulanz aufzusuchen, ist deiner Meinung nach wahrscheinlich schon die
der richtige Weg oder kann ein guter Hausarzt da auch helfen? Also man sollte, sag ich mal, eine Kombination wählen. Ja? Also man braucht sich jetzt nicht von seinem Hausarzt abwenden, aber sowohl für die Patienten selber als auch für den Hausarzt ist es oft eine große Entlastung, wenn man weiß, dass man die Erfahrung von so einer Huntington-Ambulanz im Rücken hat, ohne dass man eine Ambulanz, die ja oft auch nicht leicht zu erreichen ist, ja, mit der gleichen Frequenz aufsuchen kann, wie man vielleicht ortsnahe Mediziner aufsuchen würde. Aber das ändert sich auch im Verlauf der Erkrankung. Also, sage ich mal, jemand wie Alina braucht eine Anlaufstelle, aber im Allgemeinen hat sie jetzt wahrscheinlich keine Huntington-bezogenen medizinischen Probleme. Muss sie jetzt auch nicht mehr zum Arzt gehen, als sie sonst zum Arzt gegangen wäre. Aber es ist natürlich gut, dass man einen ersten Kontakt schon mal mit so einer Ambulanz hat. Und wenn die Symptome dann losgehen, dann braucht man tatsächlich Unterstützung, nicht nur was das Symptommanagement angeht, sondern auch, sag ich mal, ganz profane Sachen wie Krankschreibung, Berentung, Pflegestufen einleiten und solche Sachen. Und das ist an der Huntington-Ambulanz oft leichter zu erreichen als beim Hausarzt, der auch nicht so viel Zeit hat wie, sag ich mal, wie in der Ambulanz. Ja. Wenn wir dich schon hier dabei haben als Forscher, kannst du uns auch noch mal einen aktuellen Forschungsstand geben? Das ist bestimmt für alle interessant, für Lina. Ja, also genau, das ist etwas, was wir auch natürlich in der Ambulanz noch mal besonders anbieten, dass wir natürlich unsere Hand, sage ich mal, immer am Puls der Zeit haben und die neuesten Entwicklungen mitkriegen. Da hatte ich schon gesagt, dass die Huntington-Krankheit, also da wissen wir wenigstens, auf welches Ziel wir schießen müssen. Ja? Das heißt, also wir müssen das Huntington-Mutation ausschalten. Und da haben die Fortschritte der letzten 10, 15, 20 Jahre in der molekularen Medizin wirklich ganz großen Anlass zu Hoffnung gegeben. Es ist auch gelungen, zum Beispiel mit Antisense-Oligonukleotiden dieses Huntington-Protein, also die Mutation führt dazu, dass so ein Huntington-Protein fehlerhaft gebildet wird, dass man das runterregulieren kann. Und das müsste eigentlich das Problem sagen wir, theoretisch beheben. Und dass man überhaupt gucken kann, wie sowas wirkt, war ein Riesendurchbruch. Ja, vorher konnte man das immer nur an Mäusen oder durch Nachdenken oder an Computermodellen machen. Jetzt kann man das beim Menschen machen. Hat aber auch festgestellt, dass es da durchaus noch ordentliche Stolpersteine gibt. Man hat Roche und Ionis, das sind so zwei führende Firmen da, haben an 700 Huntington-Patienten sowas ausprobiert und dann hat man gesehen, dass das den Zustand irgendwie nicht verbessert, möglicherweise sogar verschlechtert hat. Das heißt, man muss also noch so Feintuning machen und diese Studien laufen jetzt gerade. Eine Studie davon läuft auch in Bonn. Okay, und da hatte ich auch schon mal gehört, das passt eigentlich zu dem, was Alina auch gerade gesagt hat, dass die Community sehr stark und sehr gut vernetzt ist, so wie ich gehört habe, weil das ist natürlich auch wichtig, richtig? Genau. Dass man erstmal an. Ja. Also man, genau, ohne Patienten kommt man nicht weiter. Ja? Also nur durch Googlen werde ich die Huntington-Krankheit nicht lösen können, sage ich immer. Und man kann natürlich auch eine Huntington-Mutation nur bei Patienten ausschalten, die die Huntington-Mutation tragen. Und da ist es tatsächlich so, dass durch Organisationen wie die Deutsche Huntington-Hilfe und auch weltweite und europaweite Huntington-Organisationen sich zwischen den Patienten und Familien irgendwie so Organisationsstrukturen gebildet haben, dass die sich sehr gut übereinander informieren und aber auch sehr gut organisiert sind, dass sie sich für Studien zur Verfügung stellen. Da kommt zusätzlich ins Spiel, dass Huntington-Patienten, dadurch, dass die Krankheit ja erblich ist, im Allgemeinen die Krankheit irgendwie kennen in ihrer ganzen Tragweite, weil ein Elternteil ja betroffen ist und denen dadurch die Dringlichkeit viel, viel, viel mehr bewusst ist, als wenn einer aus heiterem
Himmel von der Krankheit getroffen wird. Und dann kommt noch hinzu, dass die eigenen Nachkommen, seien es die eigenen Kinder, es können aber auch Neffen und Nichten sein, also die eigene Verwandtschaft, auch natürlich von jedem Fortschritt profitiert, selbst wenn man selber nicht voll in den Genuss von sowas kommt. Das heißt, die Motivation ist wahnsinnig beeindruckend hoch. Ja. Aber du sagst gerade schon, dass das natürlich in der Familie dann auch zu Gesprächen führt oder dass da ja auch immer mehr noch hintersteckt. Alina, wie ist da deine Erfahrung? Ich meine, das wird wahrscheinlich in der Huntington-Hilfe immer Thema sein, bei dir selbst wahrscheinlich auch. Ist das was Familien zerrüttet, zusammenschweißt oder wie ist so die Erfahrung? Ich habe jetzt den Anfang der Frage, weil du gehangen hast, nicht mitbekommen. Kannst du sie Okay, vielleicht doch mal quasi stellen? genau durch die Vererbbarkeit etc. ist Ja. das ja eine Erkrankung, die familiär natürlich auch zu Gesprächsstoff führen kann oder Familien zerrütten kann etc. Wie ist da so deine Erfahrung? Also vielleicht deine eigene, aber auch was andere so erzählen. Ja, also tatsächlich, bin ich ja auch in vielen Selbsthilfegruppen schon unterwegs gewesen oder bekomme natürlich durch meine Mutter auch viel mit. Und es ist schon leider so, dass durch die Erblichkeit einfach, ja, wie ich schon vorhin gesagt, die ganze Familie betroffen ist. Und das zerrüttelt schon oft erstmal die Familie. Also es kommt auch immer darauf an, wie offen damit umgegangen wurde. Bei manchen Familien wird es sehr früh kommuniziert. Da weiß man es dann schon von Opa, Oma. Bei manchen Familien weiß man es nicht. Früher, und ich glaube, je nachdem kann das schon die Familie schwer treffen und das ja, führt dann oft dann vielleicht auch mal zur Auseinandersetzung, Stress, Angstsituation und das ist natürlich auch am Ende nicht förderlich für den Erkrankten. Ja, und ja, genau, aber ich glaube, dieses Stillschweigen, also wenn sich jemand viele, viele Jahrzehnte für Stillschweigen entscheidet, ist gerade für die Familienmitglieder meist sehr hart. Also in meiner Familie hat sich einfach gezeigt, dass wenn man offener mit der Krankheit kommuniziert innerhalb der Familie, dass man wirklich dann noch die Chance hat, dass die Familie eben zusammenwächst und ja, also ich glaube, das ist so meine Erfahrung. Aber es ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer gegeben und viele stehen auch allein da. Und deswegen will ich auch noch mal dazu aufrufen: Es ist auch nicht immer nur die Familie der einzige Halt. Ja, deswegen war für mich auch wichtig, dass ich einfach mir ein Netzwerk aufbaue von anderen Betroffenen, von anderen vielleicht auch in meinem Alter oder die auch Genträger sind, damit man sich einfach hat und durch das Gleiche durchgeht. Man versteht sich quasi blind. Man hat wirklich das Gleiche durchgemacht. Und ja, ich glaube, das ist nochmal so die Zusammenfassung nach wie vor aus all dem, was man vielleicht Schlimmes schon erlebt hat mit der Erkrankung. Ja. Ich hatte gestern in der Story hatten wir aufgerufen, Fragen zu stellen. Das würde ich an dieser Stelle auch noch mal kurz sagen. Schreibt gerne in die Kommentare Fragen rein, entweder an Dr. Patrick Weidt oder Alina. Ich habe aber mal hier fünf rausgesucht, die tatsächlich jetzt vorher schon kamen. Und die will ich einmal stellen, die eigentlich hauptsächlich, ja, die sind hauptsächlich an Patrick gestellt, würde ich sagen. Die erste Frage ist, wo kann man sich einfacher als in Deutschland prädiktiv testen lassen? Kannst du das einmal einordnen, was ist denn prädiktiv testen lassen und Oh, worum geht's? ja, das ist gleich eine heikle Frage sozusagen. Prädiktiv testen heißt, dass man sich auf das Vorliegen der Huntington-Mutation untersuchen lässt, ohne dass man Symptome der Huntington-Krankheit hat. Also wenn sich ein gesunder Mensch, typischerweise der aber aus einer Familie mit einer Huntington-Belastung kommt, nachgucken will, ob er die Mutation trägt und damit, wenn er die Mutation trägt, herausfindet, dass er sicher an dieser schweren Erkrankung erkranken wird. Und das ist in Deutschland, darauf zielt die Frage vielleicht ab, gesetzlich geregelt, dass man dafür eine ergebnisoffene Beratung in Anspruch nehmen muss. Ja?
Und man, ich weiß jetzt gar nicht, warum man diese Beratung nicht in Anspruch nehmen wollen würde, ja. Man kann einfach wahrscheinlich, das weiß nicht, ob das legal ist, aber man kann wahrscheinlich ins Ausland gehen und wenn man irgendjemanden findet, der den Gentest macht, dann kann der Gentest da gemacht werden. Es ist aber nicht anzuraten, sondern dass man da beraten wird, das ist eigentlich zum Schutz der Leute, die sich da testen lassen wollen. Man kann es, diese Beratung auch anonym machen. Da kann man mit den, also man muss zum Humangenetiker gehen und wenn man es dann anonym macht und vielleicht zielt darauf die Frage ab, dass man diese Beratung vermeiden will, damit das nicht öffentlich wird, ja, dann kann man das anonym machen, man kann das auch an der Krankenkasse vorbei machen, muss es dann selber zahlen, aber das sind ein paar hundert Euro, also das ist nicht die Welt. Wenn man es die Krankenkasse zahlen lässt, darf eigentlich der Krankenkasse auch das Ergebnis nicht weitergegeben werden, aber manche Leute sind einfach misstrauisch und wollen alle Risiken ausschließen. Ja, das zielt ja so ein bisschen darauf ab, wie du schon sagst, dann ohne diese Beratung das machen zu dürfen. Alina, wie ist deine Einschätzung dazu? Hältst du das für sinnvoll? Oder wie gehst du damit um? Du hast leider schon wieder gehangen bei der Frage. Ah, Hast okay. du gemacht? Bei der Frage ging es ja so ein bisschen darum, also in Deutschland braucht es ein Beratungsgespräch, bevor dann die Testung kommt. Die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, ob man, also diese Nutzerfrage, ob man woanders hingehen kann ohne diese Beratung. Hältst du das für sinnvoll, die Testung ohne Beratung zu machen? Nee, also tatsächlich ist es ist nicht ohne Grund, wissen inzwischen die Spezialisten, also die Huntington-Zentren, wie wichtig das ist, dass man eben nicht alleine da durch diesen ganzen Prozess geht, sondern eben mit einer ordentlichen Beratung. Es gibt auch genetische Untersuchungszentren, die jetzt nicht auf Huntington spezialisiert sind. Da fehlt es auch manchmal ein bisschen diese nahe Betreuung, aber die Huntington-Zentren haben eine super Betreuung und es hat Gründe, warum das so ist, weil also ja, also bei mir war es zum Beispiel so, ich wurde auch nicht so gut betreut, wie ich mir das vielleicht hätte gewünscht und im Nachgang ist es wirklich sehr, sehr schwer, dann damit umzugehen und man denkt eben, man ist alleine damit und die Beratung soll auch wirklich einem das Leben aufzeigen mit der Erkrankung, so diese Vorstellung, was wäre wenn? Und da sind ganz, ganz viele Fragen, die man sich stellen sollte, beantworten sollte. Das ist für viele sogar ein jahrelanger Prozess, bis man sich letztendlich dazu entscheidet, sich überhaupt testen zu lassen. Für andere weniger. Also es ist auch wieder sehr individuell, aber so was ich zu einer Erfahrung kenne oder aus den Gesprächen ist doch die Mehrzahl, die wirklich diese Beratung hatten, die haben das wirklich auch gut überstanden. Die hatten dann im Anschluss auch direkt eine psychotherapeutische Behandlung, um eben einfach weiterhin da zu lernen, damit umzugehen. Und das ist meiner Meinung nach super, super wichtig. Und wenn man, ja, und man kann sich, wie gesagt, vorher schon bei uns auch einfach informieren, also in den Gruppen mit anderen, die das schon gemacht haben und einfach mal fragen, wie haben die das denn erlebt und wie geht's denen denn damit? Warum haben die sich dazu entschieden? Und genau, also umso mehr Infos man hat am Ende, umso, ja, denke ich, besser kann man für sich am Ende auch eine Entscheidung treffen, die dann für sein Leben auch positiv verlaufen kann. Ja. Dann eine andere Frage kam noch von heute angerechnet. Wie wahrscheinlich ist es, dass es zeitnah ein Kuratium gibt, Patrick? Oh, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Da sind viele Unwägbarkeiten drin. Eine Wahrscheinlichkeitsaussage kann man nicht machen. Ich bin mir sicher, dass die Huntington-Krankheit heilbar wird, ja. Aber das ist mein persönlicher Eindruck. Eine Jahreszahl oder sowas kann ich da nicht anheften, dann wäre ich ein Hellseher. Was man sagen kann, ist, dass wir so nah an der Heilbarkeit der Erkrankung sind wie noch nie zuvor. Und mit jedem Tag kommen wir dem näher. Und je mehr wir diese Studien machen, desto schneller kommen wir voran. Aber ich kann nicht sagen, ob das ein Jahr oder 5 Jahre oder 15 Jahre dauert. Ja, genau, sonst wärst du nicht voll
Nicht Forscher, sondern Wahrsager, genau. Genau. Wie hilfreich kann Metformin in symptomatischen Genträgern sein? Asymptomatischen Genträgern, also Nee, hier steht symptomatischen. symptomatischen Gen. Also Metformin ist eigentlich ein Diabetes-Medikament und wird immer mal diskutiert, ob das auch vielleicht mal neuroprotektiv wirken kann. Es gibt aber unterschiedliche Studienergebnisse. Manche sagen, es hilft, manche sagen, es schadet eher. Das kann man nicht sagen. Im Großen und der Effekt ist nicht groß und ich würde es jetzt meinen Patienten eigentlich nicht verschreiben. Okay, und da würde ich jetzt noch eine letzte Frage hier nehmen. Merken Genträger Wesensveränderungen an sich oder nehmen sie diese nicht wahr? Das kann man so pauschal nicht beantworten, aber es ist schon so, dass Huntington-Patienten selber oft die am meisten ins Auge springenden Symptome, nämlich die Überbeweglichkeit, erstaunlich wenig bemerken. Ja? Dass man natürlich an sich selber immer mal Veränderungen bemerkt, auch der Stimmung, trifft für Huntington-Mutationsträger genauso zu wie für Neurologen oder DZNE-Mitarbeiter. Ob das dann mit der Huntington-Krankheit selber zusammenhängt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Insofern ist auch diese Frage sehr, sehr schwer zu beantworten. Insgesamt würde ich sagen, dass die, also, dass nicht alles, was die Leute in sich hineinhören, ja, auch dann mit der Huntington-Krankheit zusammenhängt. Also ich habe durchaus auch Patienten gehabt, die überzeugt waren, dass sie Huntington haben und dann haben wir nicht, also weil sie irgendwie Teller haben fallen lassen oder beim Klavierspielen ungeschickter geworden sind. Und da hat sich dann herausgestellt, dass sie nicht die Mutation tragen. Alina, du hast die Hand gehoben. Wolltest du irgendwas dazu sagen? Ja, dazu würde ich gerne noch ergänzen, dass es ja, dadurch, dass ich ja selbst Genträgerin bin und man sich selbst immer beobachtet, aber ich glaube, was einem wirklich helfen kann, diese Wesensveränderung schon festzustellen, ist wirklich Familienmitglieder oder Partner. Also ich glaube, dass man selbst, also das eigentlich fast unmöglich ist, das in so frühen Stadium festzustellen, weil man doch nicht so eine intensive Selbstwahrnehmung hat. Aber ich glaube tatsächlich, wenn Freunde, Angehörige oder der Partner eben sich auskennen mit der Erkrankung und eben wissen, was sind so die Faktoren, weil die kennen einen ja wirklich am längsten. Ja, und bei meiner Mama und bei meinem Papa war es auf jeden Fall so, dass meine Mutter das als erstes gemerkt hat und nicht mal mein Papa. Und das ist natürlich dann auch super wichtig, dass man da auch dann vielleicht dann ehrlich irgendwann sagen kann, hier wollen wir nicht mehr darüber reden oder ist dir das auch aufgefallen? Ja, aber ich glaube, so ein Verrücktmachen vorher mit irgendwelchen Symptomen, die man sich einredet, ist schwierig. Passiert natürlich automatisch, aber ich glaube, da muss man auch wirklich an seinem Mindset arbeiten und einfach sich selbst auch mal fragen, war ich vielleicht nicht schon immer so vergesslich, ne? Oder war ich nicht vielleicht schon immer eher der tollpatschige Typ, der die Treppenstufe übersehen hat? Und ja, genau. Ja, aber Thema Mindset, das ist eigentlich nochmal ein guter Moment, wo man erwähnen kann, dein Podcast eigentlich, so, eigentlich passt das thematisch doch super, du machst einen Podcast, wo du, ja, von dir erzählst, von deinen Erfahrungen, von, aber sehr, also sehr, ja, sehr nach vorne schauend, sehr, ja, sehr gut, würde ich so zusammenfassen. Wie wird der denn so aufgenommen? Das weiß ich auch nicht so genau. Also ich kriege ja auch immer nur Feedback von, denke ich, von den Menschen, die sich wirklich damit identifizieren können, die wirklich da was raus für sich mitnehmen. Definitiv ist es einfach ja, ein Podcast, den ich
ja aus mir tiefer, aus dem Inneren quasi raus ja produziere. Und das ist natürlich jetzt nichts, was irgendwie vielleicht vielen gefällt, sondern es ist sehr speziell. Aber ich hoffe einfach, dass ich doch vielleicht einigen damit ja eine Inspiration sein kann. Und wenn ich Feedback bekomme, dann ist es auf jeden Fall positiv, weil es einfach zu wenige persönliche Geschichten da draußen gibt, positive Geschichten aus der Huntington-Welt. Und ich erzähle nun mal die Geschichte, aber natürlich war die auch nicht immer positiv und sie ist auch nicht immer positiv und das ist mir auch immer wichtig, weil das Leben ist trotzdem immer auch hart mit dem Ganzen und ich glaube, das muss auch jedem bewusst sein, aber man entscheidet sich trotzdem immer wieder für die andere Seite, immer und immer wieder den positiven Umgang damit zu finden und ich glaube, das ist so das, was ich damit verfolgen möchte, dass ja auch eben durch eine Beschäftigung mit sich selbst und eben immer wieder der vielleicht Neuentdeckung oder eben auch die Offenheit, auch das eigene Leben zu verändern und eben vielleicht nicht so an alten Lebenseinstellungen festzuhalten, weil die Krankheit verändert nun mal sehr viel. Ich denke, die Offenheit zu dem, was die Zukunft vielleicht da bringt, ja, das versuche ich zumindest, aber auch eben dieser Fokus auf ja, diesen ganzen, die Ängste, die Ängste mit der Forschung, dass das eben nicht im Mittelpunkt steht, sondern mehr das Hier und Jetzt und wie gehe ich jetzt so meinen nächsten Schritt. Ja, und halt die Zeit eigentlich, die ich habe, zu genießen, so gut wie es geht. Ja, super. Ihr kommt gerade auch schon die Frage, wie heißt dein Podcast? Grow Strong. Ja, Grow Strong auch noch Podcast, erwähnt. Genau. Genau, dann können wir direkt. Den gibt es auf Spotify, aber auch auf iTunes oder über die Webseite growstrongpodcast.com. Genau, dann können wir nämlich das, weil das war eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Ach, da wird es auch gerade noch reingeschrieben, dass der Podcast so heißt. Genau, aber als Empfehlung können wir das mitgeben. Als Empfehlung können wir auch mitgeben, der Deutschen Huntington-Hilfe natürlich zu folgen, der, ich glaube, Huntington-Selbsthilfe und natürlich unserem Patrick Weid zu folgen, Huntington-Doc. Da gibt es natürlich auch immer, wenn mal eine Studie rauskommt oder es Neuigkeiten gibt, immer Wissenswertes zu sehen und manchmal als Video ja sogar auch. Genau. Hast du noch eine Frage, Alina, wenn wir den Patrick hier in der Runde haben? Bitte, du hast bei mir schon wieder abgehakt, ob ich noch Fragen habe. Genau. Willst du noch eine Frage? Oder sonst würde ich nämlich sagen, also wenn du keine Frage hast, würde ich sagen, was würdest du denn als wichtigstes ja, Anmerkung anderen Genträgern mitgeben? Wenn du jetzt einmal, alle hören dir hier zu, was ist dein Tipp? Was willst du denen mitgeben? Ja, Austausch. Sich mit anderen auszutauschen. Ich glaube, also mir hat es unheimlich viel Resilienz gebracht, zu sehen, wie viele damit zu kämpfen haben. Und ja, und eben nicht, dass sich die ganze Welt, meine Welt um mich dreht, sondern ja, es ist eigentlich da draußen noch viel, viel schlimmer auf der Welt gibt als die Huntington-Krankheit und es auch viel, ja, es Wahnsinnsgeschichten gibt, Familien da draußen, die unheimlich stark sind, die aber nirgendwo Gehör finden. Und sowas lernt man eigentlich nur durch Austausch. Und ich muss schon sagen, dass seitdem ich in der Selbsthilfegruppe bin, einfach sich alles verändert hat, weil man ja einfach nicht alleine ist und eben sieht, dass es völlig normal ist, eine Erkrankung im Leben zu haben und dass es früher oder später eben jeden treffen wird. Nur wir wissen es halt leider schon ein bisschen früher, aber ja, nichts ist sicher und ich glaube, das ist so die Message, die ich den Genträgern mitgeben möchte und vor allem im Hier und Jetzt zu leben. Sehr gut, ja, sehr schöne Worte, die kann man im Prinzip so stehen lassen. Patrick, du machst dann auch bald noch mit. Wir wollten dann nämlich auch eine kleine Inforeihe noch machen zum Thema Huntington, weil ja da auch das Wissen können wir hier in 45 Minuten natürlich über Instagram kundtun, aber wir kratzen ja nur an der Oberfläche. Das heißt, wir sind ja auf ganz viele Aspekte gar nicht eingegangen.
Was sind das für, oder vielleicht kannst du mal grob sagen, was man alles tiefergehend nochmal besprechen müsste? Also das größte Interesse ist immer natürlich an, sag ich mal, Forschungsentwicklungen und so. Und das versuchen wir auch da, sag ich mal, allgemeinverständlich zu vermitteln, damit auch realistische Erwartungen sind an diese Studien, weil das steigert dann immer die Bereitschaft, auch an sowas teilzunehmen. Aber was ich auch ganz toll finde, ist, dass halt auch über, sag ich mal, die praktischen Alltagsaspekte bei der Huntington-Krankheit, also die Versorgung, sag ich mal, mit Sprachtherapeuten, also Logopäden, sozialmedizinische Sachen auch beleuchtet werden. Dann die Genetik, ich glaube, da ist jemand, hab da jemand sehr Gutes rausgesucht, dass dass da die richtigen Ansprechpartner ein großes Forum finden, ja, und dann die Leute wissen, aha, da ist viel Wissen da, es bringt was, sich in diesen Netzwerken, die Alina auch schon erwähnt hat, sowohl in den medizinischen als auch in den Selbsthilfenetzwerken umzugucken. Wissen ist Macht, ja, und man kommt dann mit der Krankheit viel besser zurecht. Sehr gut. Und das machen wir dann zum Mai. Da ist nämlich auch nochmal der Huntington Awareness Monat. Da haben wir dann auch noch was dazu. Ja. Und Alina hebt noch einmal die Hand. Ja, mir ist dazu noch eine ganz, ganz wichtige Sache eingefallen, weil ich glaube, das knüpft ganz gut jetzt hier an. Wer jetzt halt noch so brennende Sachen wissen möchte oder wir haben nämlich dieses Wochenende das erste Mal ein Online-Format für junge Menschen. Da geht es wirklich darum, dass wir eben auch nicht nur Experten sprechen lassen, sondern eben auch Menschen aus von uns, ja, von, unter der aus der Huntington-Welt. Und da geht es eben unter anderem zu so ganz wichtigen Themen wie eben mentale Gesundheit, dann auch der Gentest, Forschung, Kinderwunsch, Versicherung. Also das sind so Themen. Also wer da möchte, kann vorbeischauen bei uns auf dem Kanal oder auf der Webseite von der Deutschen Huntington-Hilfe ist das auch drin. Wird auf jeden Fall ein super, super Event. Sehr gut, haben wir das auch noch gesagt. Sehr gut. Und wie gesagt, alle Instagram-Kanäle folgen, da gibt es dann immer Updates und so weiter. Dann bedanke ich mich, bevor wir auch hier gleich von Instagram rausgeschmissen werden, weil wir zu lange sind, für das letzte Gespräch und für die ganzen Leute, die zugeguckt haben und so viele Grüße geschickt haben und so. Das war sehr schön mit euch und hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was erklären und zumindest auch mehr Wissen unseren Teil dazu beitragen, den Tag der seltenen Erkrankung in die Welt zu bringen. Ja, vielen Dank, sage ich euch beiden und allen Zusehenden und einen schönen Tag noch. Bis bald dann. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Danke auch fürs Format. Danke.